Moin, heute gucken wir uns die wohl älteste und die gleichzeitig neueste Klemmbausteinmarke an, Kiddycraft. Ich gehe ein bisschen auf die Geschichte ein, gehe darauf ein, wie das Ganze jetzt dazu kommt, dass es das jetzt auf einmal wieder gibt. Und wir gucken uns das wunderbar limitierte Crowdfunding-Produkt, die Currywurstbude hier unten an. Ich mache wie immer Kapitelmarken unten rein. Ihr könnt also den Teil gucken, der euch am meisten interessiert oder natürlich sehr gerne auch alle Teile. Es war der 17. April 1939 und Hilary Fisher Page oder auch Harry Page hat sein erstes Patent beim Londoner Patentamt eingereicht. Knapp 5 Jahre später, am 7.12.1944, hat er da noch ein paar Ergänzungen gemacht und das sah dem, was wir heute als Klemmbaustein kennen, dann schon sehr ähnlich. Die Marke Kiddycraft gab es schon ein bisschen länger. Er hat früher also hat früher Holzspielzeug hergestellt und ist dann eben auf Bausteine bzw. so halbe Klemmbausteine waren das dann umgestiegen. Die Self-Locking Bricks hat er das Ganze genannt. Page, der damit quasi der Vater der Klemmbausteine ist, hatte die Patente für England und für Kanada und hat entsprechend dort auch auf den beiden Märkten versucht, Fuß zu fassen. Das hat so semi-gut funktioniert, muss man fairerweise sagen. Und durch einen riesengroßen Zufall ist das Ganze dann in Dänemark gelandet. Ole Kirk Christiansen, der hat sich zusammen mit seinem Junior Gottfried Kirk Christiansen nämlich Spritzgussmaschinen liefern lassen. Und zwar von demselben Lieferanten, wo auch Hilary Page seine Spritzgussmaschine her hatte. Und dieser Lieferant, der hat eben die Kiddycraft-Steine mitgebracht, um so vorzustellen, was man denn damit eigentlich machen kann. Da Page die Patente nur für England und für Kanada hatte, hat Lego, die auch selber vom Holzspielzeug kamen und jetzt auf Plastik- bzw. auf Kunststoffspielzeuge umsteigen wollten, das Ganze dann entsprechend auch hergestellt. Die Steine sahen am Anfang sehr, sehr ähnlich aus. Es gab vielleicht ein paar kleine Änderungen an den Kanten. Das war ein bisschen spitzer, aber es gab an der Seite Schlitze in den Steinen, wie man hier auf dem Bild auch ganz gut sieht. Und der einzige Unterschied war eben, dass unten Lego und nicht mehr Made in England drunter stand. Dass Lego die Steine eben in allen anderen Märkten verkauft hat, das ist was, was man Lego heute mit Sicherheit an einigen Stellen noch vorwerfen kann. Lego selber sagt auf seiner Website, sie hätten damals angefragt und man hätte gesagt, ja, das ist kein Problem, läuft bei uns eh nicht so gut, macht das mit den Steinen sehr gerne. Und dann haben sie die Steine ein bisschen weiterentwickelt, haben diese Röhren, die wir heute kennen, unten unter die Steine gebracht und am 28.01.1958 dann beim Patentamt in Kopenhagen als neuen Stein patentieren lassen. Das ist das Patent, was wir kennen, was ja dann bis quasi in die 2000er Jahre hinein noch geschützt war, zwischendurch als 3D-Marke, dieses besagte 8 mm Raster, das dann freigegeben wurde und jetzt können das eben alle benutzen. Spannenderweise hat Lego 1981 von den Nachfolgen von Page die Rechte an den Steinen und an der Marke sich geschnappt. Die Marke war danach noch bei Fisher Price, glaube ich, im Einsatz. Die hatten da auch nochmal Plastikspielzeuge und danach landete sie bei jemandem. Aber das ist das zweite Kapitel. Am 15. Oktober 2022 nämlich, da kam auf dem YouTube-Kanal Johnny's World ein neues Video online. Thorsten, das ist der Inhaber dieses YouTube-Kanals, der hat erzählt, dass er sich die Markenrechte an Kiddycraft besorgt hat, beziehungsweise hat sie halt eintragen lassen. Dann hat man ein Jahr Zeit, wo man Widerspruch einlegen kann, dass es nicht passiert. Das heißt, Thorsten ist Inhaber dieser Marke. Und er plant unter dieser Marke jetzt eigene Klemmbausteinsets auf den Markt zu bringen, inklusive eigener Figuren, die auch nicht von Lego angegriffen werden können. Am 15. September 2023, also gut ein Jahr später, startete dann eine Crowdfunding-Aktion, auf der es oder bei der es unter anderem dieses Set hier, diese Currywurstbude, zu ersteigern gab. Limitiert auf 3000 Stück und mit einem Teil- oder mit einem Setpreis von 30 € war die dafür gedacht, dass man eben das Ganze ein bisschen anleiert, also das Set ein bisschen teurer kauft und dafür aber das Projekt unterstützt. Es gab auch eine einzelne Figur, eine Geburtshelferin, die man erwerben konnte. Und so ging das Ganze los. Es gab allerdings ein paar Probleme bei dem Ganzen. Es kam später heraus, dass es eventuell ein gezielter Angriff gewesen ist. Auf jeden Fall gab es starke Serverprobleme. Und die ganzen Leute, die da pünktlich um 18 Uhr vor ihren Rechnern saßen und Sets bestellen wollten, landeten erstmal in irgendwelchen Fehlern, konnten die Seite nicht aufrufen. Und ein Teil hat es am Ende auch tatsächlich nicht geschafft, dieses Set vorbestellen zu können. Ich hatte, wie man sieht, großes Glück. 49 Minuten lang habe ich es probiert und habe dann eins dieser Sets bestellen können. Am 13.02.24 kam die Versandbestätigung und am 16.02. wurde das Ganze dann von DHL zugestellt.
Es gibt oder gab auch schon während dieser Crowdfunding-Aktion natürlich noch andere Sets, die man bestellen konnte. Die Sets hatten alle einen Fokus aufs Spielen. Das hier ist mit Sicherheit eher so ein Sammlerobjekt. Hier ist eine Minifigur von Thorsten und vom Held der Steine drin. Also eher was für die Erwachsenen. Die anderen Sets durchaus mehr für den kindlichen, für die kindliche Zielgruppe gedacht. Großer Fokus auf Bauernhof und auf Stadt. Wird sich vielleicht auch noch ein bisschen ändern. Kommt darauf an, was dann in den nächsten Jahren noch kommt. Wenn man das Paket ausgepackt hat, dann war erstmal dieses wunderbare Set hier mit drin. Und der Karton, den gucken wir uns mal zuerst an, der macht einen ziemlich hochwertigen Eindruck. Wir haben hier außenrum diese Banderole, wo eben drauf ist, welches Set das ist. Die kann man vom Karton einfach seitlich abziehen. Auf der Seite des Kartons ist dann auch nochmal ein Aufkleber drauf, welches Set ist. Und ansonsten ist es ein generischer Pappkarton, der hier eben mit verschiedenen Elementen, verschiedenen Buzzwords und so weiter bedruckt ist und das Ganze eben als KiddyCraft-Karton kennzeichnet. Eine Besonderheit an der Banderole ist auf jeden Fall hier oben noch dieser Aufkleber, auf dem mal 2.344 von 3.000 steht, weil es eben dieses limitierte Set ist, das dabei war. Außerdem, und ich zeige jetzt nur die unproblematische Seite, gab es diese VIP-Karte quasi. Für die Leute, die an der Crowdfunding-Aktion teilgenommen haben, gibt es 10% Rabatt im Laden, glaube ich, in Paderborn auch. Auf jeden Fall online für dieses und für nächstes Jahr. Also hier so ein kleines Dankeschön quasi, wenn man das Ganze supportet hat. Und es gab noch einen Flyer mit dem aktuellen Sortiment, was KiddyCraft so anbieten kann. Die Teile in der Kiste waren oder in der Box waren ganz normal eingeschweißt, wie man das von anderen Herstellern ja auch kennt. Und wir haben eine gedruckte Anleitung dabei, die am Anfang kurz erzählt, wie es eigentlich zu diesem Set kommt. Einmal Johnny's World, den YouTube-Kanal und Thorsten als Person vorstellt. Und auch einmal kurz die Geschichte von KiddyCraft ja, zusammenfasst, damit man sich da einen schönen Überblick verschaffen kann. Die Anleitung ist gut. Die Schritte davor sind immer leicht ausgegraut, die Farben aber erhalten, sodass man das Ganze sich sehr schön angucken kann. Und dank dieses neuen Flyers wissen wir auch, dass es das Set nochmal gibt, beziehungsweise das wussten wir schon vorher, dass es das Set nochmal gibt, und zwar für 16 Euro. Ich hatte ja schon erwähnt, dass nicht alle, die so eine Currywurstbude haben wollten, das auch geschafft haben aufgrund dieser Serverprobleme. Und deswegen ist das Set als Uschis Wurstbude nochmal rausgekommen, mit anderen Figuren, ein bisschen anderem Farbschema, einem Teil weniger. Das besondere Teil gucken wir uns gleich mal an. Und eben ohne diese Limitierung, damit man damit dann auf jeden Fall trotzdem noch Spaß hat, diese Currywurstbude zu bauen. Unsere Currywurstbude hat die Setnummer KC1201. Wir haben 190 Teile und das Ganze hat eben 30 Euro gekostet. Die andere Variante, wie gesagt, ein Teil weniger und dafür 16 Euro. Wie bereits gesagt, gibt es zwei Minifiguren, die hier Kiddies heißen. Das ist quasi nochmal eine eigene Marke. Wir haben einmal den Thorsten mit einem Currywurst-Print auf dem Pullover und seinem Rode-Mikrofon. Und auch das Gesicht ist sehr schön geprintet. Dann haben wir den Thomas, den Held der Steine. Der hat einen grauen Pullover an mit seinem Erdmännchen-Logo oben in blau, nicht in braun. Und wir können die Haare als Teil eben abnehmen, während wir bei Thorsten quasi so die Halbglatze, würde ich fast sagen, als draufgesetztes Teil haben. Dem können wir also auch eine Mütze aufziehen oder so, wenn es dann noch irgendwie andere Teile dann zum Kaufen gibt. Wenn wir diese Kiddies-Figuren mal vergleichen mit einer Lego-Figur, dann sind wir hier ungefähr eine Brick höher, also von der Höhe her ein bisschen größer. Von der Breite her geben die sich nicht viel. Was sofort auffällt, ist natürlich, dass der Kopf viel, viel größer ist. Der Kopf hat auch eine ganz andere Form, also ist viel realistischer gestaltet, viel dreidimensionaler gestaltet. Ansonsten haben die Figuren aber eigentlich den gleichen Funktionsumfang. Ich kann die Arme nach oben und unten bewegen, ich kann die Beine einzeln hin und her bewegen und ich kann die Figuren auch sitzend aufnoppen, sodass ich quasi die Stühle und alle Elemente, die es da so gibt, benutzen kann. Bei den Kiddies-Figuren hatte ich auch das einzige Teil, was quasi zusätzlich drin war, abgesehen davon, dass die Frisur gerade abhaut. Und zwar gab es eine Hand quasi, die zusätzlich dann noch da drin war. Der spannende und natürlich auch namensgebende Teil dieses Sets ist aber die Currywurstbude. Die Currywurstbude selber kommt auf 16 mal 8 Noppen daher und wir können aufklappen, sodass wir die hinteren 2 mal 16 Noppen dann eben so zur Seite haben. Das heißt, das Ganze ist gut bespielbar.
Zusammenbau hat ungefähr, ich würde sagen, 10 Minuten gedauert. Also ganz entspannt, es gab keine großen Herausforderungen in irgendeiner Art und Weise dabei. Die Steine sind bei Kidicraft von Panlos, also auch etabliert am Markt. Keine Probleme, was irgendwie die Klemmkraft angeht, keine großen Katastrophen, was die Qualität angeht, eigentlich gar nichts. Das Einzige ist für Sammler vielleicht ein bisschen hier vorne ist dieses Trans-Clear Viertelkreis Wall-Element. Da sind ein paar kleine Kratzer drauf gewesen. Aber ich glaube, das ist absolut verschmerzbar, würde ich sagen. Wir haben insgesamt 6 Prints. Das ist einer mehr als in der 1204, also in dieser anderen Currywurstbude, die nachträglich kam. Wir haben hier oben das zweigeteilte Currywurstschild. Wir haben hier eine Menükarte. Dann haben wir hier hinten nochmal eine Preistafel, die in der Küche drin hängt. Und hier an der Seite ein Schild mit dem Currywurst-Design, was die Kiddies-Figur von Thorsten auch auf seinem Shirt hat. Und entsprechend hier oben dieser eine Teil, das eine Teil, das mehr ist, nämlich hier auch nochmal die 2344 von 3000 aufgedruckt auf einem Stein in dem Set verbaut, sodass, wenn man das irgendwo sieht, man auch sofort weiß, das ist eines dieser limitierten Special Sets gewesen. Gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Spielbarkeit ist auf jeden Fall gegeben, weil man kann es ja sehr schön aufklappen. Wir haben hier hinten einen gefüllten Kühlschrank, wir haben eine Ketchup- und eine Senfflasche, wir haben einen Grill, wir haben eine Friteuse, wir haben Würstchen mit einem Hotdogbrötchen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo man schön das auch in die Ecke stellen kann, weil das Gebäude ja auch geschlossen ist, kann man das auf jeden Fall gut auch in seine eigene Klemmbausteinstadt einbauen oder eben als Sammlerobjekt irgendwo hinstellen. Ganz wie man das möchte. Was ich auch ganz nett finde, ist, es gibt als Zubehör hier diesen kleinen Tisch, wo die Figuren auch gut dran passen von der Höhe her, die dann unten noch so einen Mülleimer drin haben, eben für das, was an Resten oder Verpackungen dann übrig bleibt. Zusammenfassend würde ich sagen, das ist ziemlich, ziemlich cool. Nehmen wir jetzt mal die 16 Euro an, weil das hier ja quasi dieses Crowdfunding-Supporter-Set ist. Dann haben wir auf jeden Fall ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da gibt es absolut nichts zu jammern. Auch 30 Euro ist hier natürlich okay. Es geht ja auch darum, dieses spezielle, limitierte Set zu haben, ein bisschen Teil dieser ganzen neuen Kiddycraft-Geschichte zu sein. Und wenn man sich dann nachher so seine Stadt anguckt, ah, guck mal da, dieses limitierte Set damals und da war ja dies und Kiddycraft und Hillary Page und dann hat mir auch gleich ein bisschen was zu sinnieren darüber. Das ist ja, glaube ich, auch nicht so schlecht. Die Bespielbarkeit von dem Set ist grandios. Ich mag sehr, dass eben das anders als bei Lego das Gebäude wirklich zu ist und man es eben dann auch schön irgendwo einbauen kann, trotzdem aber leicht drankommt. Das macht für mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Die Kiddies-Figuren gefallen mir auch gut. Sie haben eine schöne Größe, der Funktionsumfang der Figur ist super. Ich bin halt irgendwie ein Fan dieser Lego-Mini-Figuren. Ich mag die sehr gerne. Ich werde natürlich, wenn ich die Currywurstbude einbaue, die beiden Kiddies verbauen. Aber ich glaube, ich werde jetzt nicht anfangen, ganz viele Kiddies zu kaufen, um damit meine Stadt zu bevölkern. Dafür mag ich dann doch einfach die Lego-Mini-Figur mehr, weil ich mit der halt auch entsprechend aufgewachsen bin. Es gibt aber auf jeden Fall bei Kiddycraft noch Sets, die mich sehr anspringen. Die Kettlesets, also die Tiere, Schweine, Hühner, Kühe, was da alles so ist. Genauso wie die Traktoren. Das sind Sets, die ich auf jeden Fall in Noppenburg noch irgendwie einbauen will. Und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt in den nächsten Jahren.